Wer sind Sie? Sie sind Alice, ja? Hören Sie, Holmes hat einen Verdacht. Von was reden Sie denn da? Sie müssen diskreter sein bei Ihrem Spielchen mit seiner Tochter. Nein, nein, nein! Zu schwach, Holmes. Aber Sie sind Mr. Holmes. Was zum Teufel? Sehen Sie? Sie hat sie erkannt. Toll! Ich wusste es. Sie müssen den Charakter wirklich leben. Gehen Sie jetzt nach oben oder ich zerre Sie zurück in die Kneipe. Verstanden? Na, sehen Sie, Sie können es. Ich... Gut. Aber im Ernst, Sie sollten Schauspielunterricht nehmen. Ist das ein Arsch? Sie sind hier, um Ihren Vater zu rächen. Ich weiß es. Sie sind hergezogen, haben mich ausspioniert und wollen jetzt Rache an mir nehmen. Durch meine Tochter. So ein Unsinn. Ich liebe Ihre Tochter. Sie sehen doch überall nur Verschwörungen. Mit gutem Grund. Vergessen Sie nicht, welchen Beruf ich ausübe. Sie Armer. Sie verwechseln Aufrichtigkeit mit Unehrlichkeit. Wollen Sie etwa sagen, dass Sie ganz zufällig hier sind? Natürlich nicht. Als sich die Chance bot, Sie kennenzulernen, kam ich her. Aber nicht mit Hass, sondern eher mit Faszination. Ich wollte mehr von Ihnen über meinen Vater erfahren. Er hoffte mir Antworten auf meine Fragen. Aber ich musste feststellen, dass Sie selbst ein Rätsel sind. Sogar für Ihre eigene Tochter. Sie hätten meine Tochter aus ihren kranken Problemen heraushalten sollen. Sie verwirren sie nur. Es ist vorbei. Sie weiß es zwar noch nicht, aber ich werde bald fortgehen. Ich bin hier fertig und Sie werden nie wieder von mir hören. Okay. Gut, aber reden Sie lieber direkt mit mir. Keine Heimlichtuerei. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ein Kind von Kriminellen so viel für Sie bedeuten könnte. Sie... Ich gehe. Bitte vermiesen Sie nicht meine letzten Momente mit Caitlin. Herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Wir haben es ja mitbekommen. Wir haben in der letzten Folge diesen Typ da oben aus der Kneipe noch befreien können und retten können. Und ja, das war eindeutig, was wir da eben festgestellt haben. Warum ist hier die Tür? Ja, weil es die Tür ist, stimmt. Sie hat hier den unteren Eingang. Ja. Aber die lebt luxuriöser als wir hier oben, ja. Aber gut. Jetzt muss ich erstmal den Typen hier einer verpassen. Wo ist er? Wo ist er? Wie narzisstisch kann man denn sein? Der ist nicht hier. Sau. Da ist er ja. Du da. Nur gut, dass ich Ihnen in der Kneipe zu Hilfe geeilt bin, Holmes. Am liebsten wäre mir, wenn Sie mir nicht mehr helfen würden. Ey. Ich habe langsam echt den Verdacht, der Typ ist absichtlich hier. Ungelogen, absichtlich. So. Polizeieinsatz 1892. Dalton-Bande oder Westminster-Bande. Scotland Yard hat mithilfe des berühmten Privatdetektivs Sherlock Holmes eine Razzia gegen eine der gefährlichsten und reichsten Straßenbanden Londons durchgeführt, die Westminster-Bande. Allerdings lief der Einsatz, wie von unserer Polizei gewohnt, nicht reibungslos ab. Bei der Razzia wurde eine unbeteiligte Person schwer verletzt. Dabei handelt es sich offenbar um Hagen Cole, den Bruder des kriminellen Jack Cole. Die Ärzte kämpfen noch um das Leben des Verletzten, aber sind nicht sehr zuversichtlich. Immerhin gelang es der Polizei, bei dem Einsatz drei Mitglieder der Bande zu verhaften, wobei der Anführer, der bereits erwähnte Jack Cole, wenig später aus Mangel an Beweisen wieder freigelassen wurde. Gerüchten zufolge hat die Bande enge Verbindung zu einflussreichen Personen, darunter zu Richtern, Politikern und Polizeibeamten. Doch wahre Gerechtigkeit schert sie nicht um solche Dinge. Oder sollte das etwas nicht mehr der Fall sein? Da, gefunden. Der Bruder ist gestorben, oder? Oder ist es der mit der Hasenscharte? Oh, wir sind Scotland Yard. Okay. Okay, dann gehen wir mal und verhaften. Wir können eine Herleitung erziehen. Selbstgebaute Bombe.
Nee. Nee. Wer ist der hier? Woher wusste er, wo wir hingegangen sind? Kneipenbesuch. Oh, was? Der Mann mit der Hasenscharte ist am Abend nach dem Bombenwurf in die Kneipe zu Jack der Hammer Cole gekommen. So, die haben wir ja noch nicht ausgewählt, weil ich das noch nicht sagen kann. Selbstgebaute Bombe. Moment, Orson Wilde hat ihn gegenüber die Kneipe Green Dragon erwähnt. Ich glaube, dass das hier eine Falle ist. Die Journalisten haben nicht gemerkt. Moment. Es gibt aber noch keinen Bezug. Gut. So, wir sind da bei Lestrade. Mr. Holmes? Ja. Da sitzen immer noch die gleichen Leute. Guten Tag, Constable. Ist Inspektor Lestrade da? Inspektor Lestrade ist... Kann ich helfen, Mr. Holmes? So, wenn Lestrade da ist, dann bitte... Ah ne, das ist der Leichenbestatter. Das war hier, ne? Genau. Mr. Holmes, Sie leben noch. Ja. Und das erfreut Sie nicht besonders. Ah, da täuschen Sie sich aber. Gehen. Okay, Jack Cole festnehmen. Ich würde Sie bitten, Jack Cole festzunehmen. Wegen versuchten Mordes an mir. In Ordnung, Mr. Holmes. Wir werden das sofort erledigen. Was? Ohne Beweise? Einige Zeit später. Inspektor, der Verdächtige wurde festgenommen. Bitte sehr, er gehört Ihnen. Nichts zu danken, Holmes. Lestrade bitten, Jack Cole zu verhaften. Abgeschlossen. Na, den werden wir was dann... Was kann ich für Sie tun, Holmes? Ah, oh, nichts weiter. Das heißt, wir werden ihn dann da drinnen finden, ne? Ah. Mr. Holmes? Bitte bringen Sie diesen Verdächtigen zum Verhör. Jack der Hammer Cole. Lang ist's her. Warum bin ich hier? Tun Sie nicht so, als ob Sie das nicht wüssten. Sie werden des versuchten Mordes an mir verdächtigt. Blödsinn. Wie früher, was? Sie verhaften mich, haben aber nichts gegen mich in der Hand. Oh, was hat der für einen Namen da oben? Wie wäre es mit Rache für das, was wegen mir und Ihrer Bande passiert ist? Oder mit Ihrem Bruder? Reden Sie ja nicht von meinem Bruder. Und eine Nasenbruch, die Narben hier oben. Hat er hier da irgendwie Piercings gehabt? Das ist ja... Wir gucken uns ihn erstmal an. Narben. Von dem Kampf. Okay. Gebrochene Nase auf alle Fälle. Eine Goldkette. Naja, er hat ja auch Kohle. Deswegen ist es teuer. Glücksspiel. Hat jemand verprügelt, hä? Ah, nee. Freimaurerring. Selbstverliebt ist er nicht. Hier, hat jemand verprügelt. Hier auch. War ein Faustkampf. Boxen ist nicht. Das ist definitiv Kontaktsport. Richtig, ohne irgendwelche Schutzmaßnahmen.
war in Faustkampf verwickelt. Was vermutlich, wir gucken mal. Ungenau, verdammt. Jack Cole ist der Anführer der Westminster-Bande und Besitzer einer illegalen Spielhölle. Seine wertvollen Gegenstände legen den Schluss nahe, dass er ein wohlhabender Mann ist. Sein Leben ist von Kämpfen geprägt. Der Hammer ist ein Faustkämpfer. Jack Cole ist ein Frau. Ach, der Hammer. Nicht Freimaurer, selbstverliebt. Ach, okay. Mein Fehler. Okay. Was Ihrem Bruder widerfuhr, war ein bedauerlicher Unfall. Er war zur falschen Zeit am falschen Ort. Das ist wohl kaum meine Schuld. Was? Sie Bastard! Sie sind dafür verantwortlich, dass er ein Krüppel ist. Er war unschuldig. Ein Unfall also? Ha! Ich kann es kaum erwarten, dass Sie mal einen Unfall erleiden. Quod erat demonstrandum. Das ist alles? Wenn ich Sie umbringen wollte, wären Sie schon längst tot. Ja, auf der anderen Seite auch wieder wahr, ne? Wissen Sie, was in der Baker Street passiert ist? Weiß ich. Aber ich hatte nichts damit zu tun. Wo waren Sie zu der Zeit? In meiner Kneipe. Die ganze Nacht. Klar. Ich war in Ihrer Kneipe und sah einen Mann mit Hasenscharte, der sich mit Ihnen treffen wollte. Was wollte er? Was er wollte? Er ist ein Stammgast, das ist alles. Und was ist mit dem Koffer, den Ihr Stammgast Ihnen gebracht hat? Von welchem Koffer faseln Sie? Haben wir was? Wertvolle Beute? Na, dem voller gestohlenem Silberbesteck, den ich in Ihrem Geheimraum gefunden habe. Was? Wie? Sie waren im Geheimraum? Das ist nicht gestohlen. Ich kaufe und verkaufe oft verschiedene Sachen. Genau. Das ist ganz legal. Klar doch. Ganz bestimmt. Das war aber nicht sehr cool. Und die Schuldzuweisung. Das ist der hier, ne? Hat ein starkes Motiv, sie zu töten. Er will sich für die schwere Verletzung an ihnen rächen, die sein Bruder bei einem von ihnen organisierten Polizeieinsatz erlitt. Das reicht immer noch nicht aus. So, was haben wir jetzt? Die Untersuchung. Persönliche Gegenstände. Persönlich. Hier liegen keine persönlichen Gegenstände rum. Dann liegen sie in der Asservatenkammer da nicht. Das war Staff Room. Evidence Room. Da. So. Tja, was das wohl ist. Eine Krone ist es. Wie einfallsreich für einen Schläger. Recht teure Zigaretten. Mehr hat er nicht dabei. Okay, dann werden wir jetzt zum Haus in der Lambeth Street. Das war die Nummer 5, wenn ich mich nicht irre. Wir machen mal in der Zwischenzeit das Notizbuch auf. Das war... Ah nee, in der Lambeth Street ist der Pawnshop, also sprich der Laden für An- und Verkauf von alten Sachen. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. So. Aber vermutlich gleich, in die Nummer 5. Und da ist er aber schon, der Butler's Pawnshop. Aber nichts weiter hier. Space-Bild ansehen. Unser Verdächtiger mit seiner Familie vor ihrem Wohnhaus. Das ist die Tür. Ach so.
oder? Da ist eine Lampe oben drüber. Haben wir hier eine Lampe oben drüber? Nein, haben wir nicht. Wir brauchen eine Tür mit einer Lampe oben drüber. Lampe. Lampe. Da ist sie. Genau. Jetzt bin ich gespannt. Guten Tag, Madam. Guten Tag, Sir. Ich hoffe, wir liegen diesmal richtig. Nichts an der Stelle. Was hat sie da? Brille, schlechte Augen. Okay. Religiöses Bild. Ja. Protestanten. Okay, diesmal hat's geklappt. War ja auch nicht so viel. Jeremias. Ach, jetzt wisst ihr, wer das ist. Jeremias Mutter ist eine religiöse Frau mittleren Alters. Sie lebt recht zurückgezogen und geht nur selten aus dem Haus. In ihrer Wohnung befinden sich religiöse Bilder und Symbole. Sie ist kurzsichtig und trägt eine Brille mit starken Gläsern. Ich möchte zu Ihrem Sohn. Jeremiah? Er ist nicht zu Hause. Kann ich Ihnen einige Fragen über ihn stellen? Vielleicht gehen wir besser rein. Ich weiß nicht, wer Sie sind, Sir. Aber ich muss Sie bitten, jetzt zu gehen. Okay. Mit Fremden will sie nicht reden. Mit Fremden will sie nicht reden. So, wir müssen also Zutritt zur Wohnung erhalten. Das ginge vermutlich. Ich arbeite und kann nicht an die Tür. Okay. Hier geht's bloß raus. Da oben wäre ein Fenster offen. Also mit ein bisschen Akrobatik würde das gehen, ne? Da ist definitiv das Fenster offen. Was ist mit der Leiter hier? Können wir nicht benutzen. Für Wiggins. Ah. Wir müssen das verk... Ach, Holmes, wir müssen uns verkleiden, sag das doch. Ab in die Baker Street. Wir müssen uns als Priester verkleiden. Ja. Oh, der lädt aber nicht so lange. Jetzt aber. So, als Priester. Seelsorger. Und wir müssen noch zum Schminktisch. Weil das ist nicht die offizielle Kopfbedeckung. Aber das hier. Wir können auch eine Brille aufsetzen. Ah, nee. Wir nehmen aber ein anderes Bärtchen. Weil ein Monsignore. So. Und dann geht es jetzt nochmal in die Lambeth Street. Zuerst sollte ich mit Wiggins reden. Er ist immer in der Baker Street. Okay, das können wir natürlich auch noch machen. Das Spiel hat begonnen. Kein Wort. Ziehen Sie sich an und kommen Sie. Mein Archiv. Ich kann bei Bedarf darauf zurückgreifen. Bleiben Sie hier. Nicht bewegen. Naja, der wird doch trotzdem irgendwas Dummes tun. So, dann gucken wir mal schnell, ob wir Wiggins finden.
Naja, okay, komm. Das ist ein Trainingsfeld hier. Ja. Ich wollte aber Wiggins finden eigentlich. So. Wo ist Wiggins? Da ist der Zeitungsjunge. Daneben. Wiggins, Exorzismus. Protokoll 2.5, Lambeth Street. Klar, verlassen Sie sich auf uns. So. Oh. Der goldene Hahn. Der Tod eines Hahns hat zwei Personen das Leben gekostet. Bei dem Streit, der auf das Ablehnen des Hahns folgte, erlitt Dick Moomin, der Gentleman, dem vorgeworfen wurde, das erwähnte Federvieh getötet zu haben, eine tödliche Stichverletzung und sein Vater, der ihm zur Hilfe eilte, wurde zu Tode geprügelt. Die Dubois-Brüder, die beiden Männer, die für diesen beiden schrecklichen Taten verantwortlich sind, befinden sich seitdem in Gewahrsam von Scotland Yard. So, nichtsdestotrotz, Lambeth Street. So. Wir sind bereit. Okay. Wir sind bereit. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, wir versuchen das Vertrauen der Mutter von Jeremiah, also sprich dem Menschen mit der Hasenscharte, ja, zu gewinnen. Bis dahin, euer Firefox.